Kokain ist eine harmlose Droge im Vergleich zu Bacco. Bacco ist der letzte Dreck, ein Gemisch aus chemischen Abfällen, gestreckt mit Putzmitteln und Glasscherben. Es nimmt den Hunger und führt in wenigen Monaten zum Tod. Vor allem in den Slums von Buenos Aires vernichtet die Billigdroge die Jugend. Thomas Aders zeigt die Geschichte einer Mutter, die sich gegen Bacco wehrt. Wenn es Nacht wird in den armen Vierteln von Buenos Aires, dann versammeln sie sich in den dunkelsten Gassen. Huertos vivos werden sie genannt. Lebende Leichen. Paco, ein Kokain-Nebenprodukt. Die schlimmste Droge aller Zeiten. Durch ein Metallrohr inhaliert, schießt es die Zombies für 2 Minuten in eine andere Welt. Jetzt geht's los, sagt Emilio. Du fliegst. Nur 50 Cent kostet ein Pipasso, ein Zug aus der Pfeife. Doch der Körper schreit nach mehr. 100, 200, 300 Mal am Tag. Paco macht nach einer Lungenfüllung vollständig und unentrinnbar abhängig. Die Jugendlichen wissen es. Die meisten von ihnen, so brutal das klingt, werden sterben. Wenn du es dir reinziehst, dann wirkt es sofort. Aber wenn der Kick vorbei ist, dann willst du nur noch mehr und mehr und mehr. Maria Rosa friert sich in diesen eiskalten argentinischen Nächten fast zu Tode. Woher die Mutter von 4 Kindern die Kraft nimmt, fast im Alleingang gegen Paco zu kämpfen, ist ein Rätsel. Ihr ganzes Leben ein einziger Aufschrei gegen die Droge, die eine Generation vernichtet. Ohne Hilfe schafft es niemand aufzuhören mit diesem Horror. Wenn ich es schaffe, auch nur einen von diesen Jungen zu retten, bin ich überglücklich. Jeder von denen erinnert mich an meinen eigenen Sohn, der genauso war wie sie. Oder schlimmer. Ciudad Oculta, die verborgene Stadt. Der gewalttätigste und hoffnungsloseste Slum der Hauptstadt Buenos Aires. 10 Kilometer vom Regierungssitz entfernt haben die Häuser keine Adressen und die Menschen keine Jobs. Auch Maria lebt von der Sozialhilfe. 40 Euro im Monat. Wieder hat sich eine Mutter in ihrer Verzweiflung an sie gewandt. Nur mit einem Therapieplatz wird Wilmas Sohn Claudio überleben. Maria Rosa ist allein in ihrem Kampf. Eine 44-jährige arbeitslose Mutter als Ersatz für einen Staat, der sich nicht darum kümmert, dass die Droge Paco Menschenleben kostet. Jeden Tag und jede Nacht mehr als 1000 bislang. Ich klopfe an so viele Türen der Macht. Oft bekomme ich nicht mal eine Antwort. Das tut so weh. Wenn sie sich wenigstens mit uns zusammensetzten und sich anhörten, was wir zu sagen haben. Ein Staat, der existiert nicht. Mit dem 103er in die Innenstadt. Wieder und wieder macht Maria Rosa diese Fahrt mit Müttern, die ihre Kinder vor ihren Augen sterben sehen. Jeden Tag nimmt das Paco die Kraft aus ihren Körpern, frisst die Hoffnung aus ihnen. Paco macht aus ihnen lebende Tote in nur 3 Monaten. Sie essen nicht mehr, schlafen nicht mehr, bestehlen ihre Mütter, klauen Handys, rauben Leute aus, brechen in Wohnungen ein, verlassen ihre Frauen und ihre Kinder. Von den Behörden kommt Kopfschütteln. Und Wilma und die anderen Mütter wissen, was das bedeutet. Nach dem Jahrhundertcrash vor 6 Jahren befindet sich die argentinische Wirtschaft wieder im rasanten Aufschwung. Doch davon bekommen die meisten Jugendlichen aus den armen Vierteln rund um die Hauptstadt gar nichts mit. Maria Rosa bringt es auch heute Vormittag nicht übers Herz, einfach an ihnen vorbeizugehen. Sie tut, was der Staat tun müsste. Kurz danach trifft Maria Rosa ihren Sohn Jeremias. Jetzt ist er trocken, aber die grausame Therapie hat 2 Jahre gedauert. Für diesen Platz im Entzug hat Maria sogar eine Straße blockiert. Und dass Jeremias heute noch lebt, ist alleine ihr zu verdanken. Heute wohnt Jeremias in einem Viertel weit weg von der verborgenen Stadt. Um nicht wieder rückfällig zu werden, was er erlebt hat, war die Hölle. Du fühlst dich wie im Himmel, aber wenn die Wirkung nachlässt, dann kommt der Frust, die Einsamkeit, die totale Depression
Du hast deine eigene Familie bestohlen. Du fühlst dich unendlich schuldig. Diese Droge ist furchtbar. Es ist das Allerschlimmste, was man sich vorstellen kann. Ich hatte einmal kein Geld mehr, um Paco zu kaufen. Ich wollte mich unter den Bus schmeißen. 8 Tage ohne Schlaf. Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Meine Füße haben mich nicht mehr getragen. Ich habe gedacht, bis hierher bin ich gekommen. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Ich habe keine Drogen mehr, also mache ich Schluss. Jeremias vor seiner Therapie. 35 Kilo wog er damals. Unendlich glücklich war Maria Rosa, nachdem sie Jeremias endlich gerettet hatte. Doch dann wurde ihr zweiter Sohn, Juan, plötzlich dünn und schlief nicht mehr und vernachlässigte seine beiden kleinen Töchter. Mein Körper will immer mehr. Manchmal schaffe ich es, 4 Tage nicht zu konsumieren. Aber dann hole ich alles nach, doppelt und dreifach. Ich kann nicht aufhören. Ich will immer mehr. Manchmal, da habe ich einfach keine Kraft mehr. Aber nein, ich werde auch für Juan kämpfen. Und für die anderen Jungen auf der Straße. Das sind nicht meine eigenen, aber es ist so, als wären sie es. Und für meine Enkelkinder kämpfe ich auch, damit sie morgen nicht auch noch abstürzen. Wenn die Sonne sich in grotesker Schönheit über die verborgene Stadt senkt und die Gassen sich mit süchtigen, lebensmüden Jugendlichen füllen, dann macht sich auch Maria Rosa auf den beschwerlichen Weg. Du weißt, dass du sterben wirst? Fragt sie direkt. Maria Rosa ist brutal zu den Jungen, die sie retten will. Ihre Schuhe zerschlissen von der Suche nach Paco, geklaute T-Shirts als Währung für den nächsten Zug. Maria Rosa hat ein wenig Geld erhalten für ihr Projekt. Doch Juan, ihr ältester Sohn, der sich morgen eigentlich zur Therapie einliefern lassen sollte, hat es ihr in dieser Nacht gestohlen. Maria Rosa ist einsam in ihrem Kampf gegen diesen übermächtigen Feind, der 10-mal stärker wirkt als Kokain. Aber unbeirrt macht sie weiter in der verborgenen Stadt. Pass auf dich auf. Viel Glück, sagt sie zum Abschied. Das war's von der Rundschau, meine Damen und Herren. Gleich sehen Sie in 10 vor 10, wie die Bündner SVP heute Abend in Sachen Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf entscheidet. Uns gibt's nächste Woche wieder. Einen schönen Abend.